Die dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Topspiel im Westen. Der siebte empfing den vierten Preußen Münster, traf auf den KFC Uerdingen und die Münsteraner wollten was gut machen, was gerade rücken nach dem 0:3 im Derby gegen Osnabrück. Aber besserer Auftakt für die Gäste aus Uerdingen. Dorda mit diesem Abschluss in der zweiten Minute. Der Schuss vom linken Außenverteidiger, aber gut gehalten von Schulze Nihus im Tor der Münsteraner. Vorteile für Uerdingen. Konrad mit einem starken Tackling, gute Balleroberung. Und dann rollte der Konter Daube, der sich später schwer verletzte, auf Aigner. Aigner und wieder war Verlass auf den Keeper Schulze Nihus, der stark hielt gegen den früheren Löwen Aigner. Dann Kobylanski, Freistoß, Klatsch an die Latte in der 18. Minute. Tolles Ding von Kobylanski, der in Lautern per Lucky Punch in der 90. Minute das Spiel entschied für die Münsteraner und hier knapp scheiterte. Jetzt Vorteile für Preußen Münster. Ball landet bei Dadaschow, beim Aserbaidschaner. Der haut drunter. Schöner Abschluss. Der hätte gepasst, aber sehr stark gehalten von René Vollert im Tor. Der Uerdinger Pausenstand 0:0. Vorteile für Preußen Münster. Der Blick auf die Tribüne, rechts in Schwarz, Uerdingens Geldgeber Pono Marev. Er gibt die Kohle und die Jungs sollen die Punkte holen. Aber zu Beginn der zweiten Hälfte Cueto mit dieser Großchance. Starke Gelegenheit in der 51. Minute. Borgmann verlängerte per Kopf. Dann Cueto, Volley und Großkreuz stand ihm im Weg. Stand goldrichtig aus Uerdinger Sicht. Und dann kippte es Richtung Uerdingen. Der KFC immer präsenter in der Offensive. Siehe hier, Aigner mit gutem Blick für Beister. Beister noch ohne Saisontor. Dabei blieb es auch erstmal. Schulze Nihus hielt wieder gut. Dann Kefkir über Außen und Krempicki mit der großen, großen Chance. Per Kopfball in der 64. Minute. Eine Reihe Chancen hatten sie in dieser Phase. Jetzt die Uerdinger mit klarem Übergewicht. Im Mittelfeld holte Öztürk den Ball. Dann geht es über Dorda, über Kefkir. Und Achtung, da ist der Öztürk. Ball abgefälscht und drin in der 78. Minute. 1:0 für den KFC. Und schauen Sie mal, Nihus hatte keine Chance. Der Ball hier unhaltbar abgefälscht von Braun. Da machst du nichts als Torwart, da bist du chancenlos. Öztürk mit dem 1:0. Und damit war das Spiel gelaufen, denn die Münsteraner jetzt platt, konnten den Uerdingern nichts mehr entgegensetzen. Die kamen über den eingewechselten Dörfler und dann nochmal der ebenfalls eingewechselte Krempicki mit einer weiteren guten Chance. Sie hätten noch ein zweites oder drittes draufpacken können. Hinten raus war es dann der verdiente Sieg für den KFC Uerdingen. Schluss im Preußenstadion in Münster. Der KFC gewinnt sein drittes Auswärtsspiel der Saison. Ein klasse Spiel. Ich fand auch in der ersten Halbzeit schon total ausgeglichen. Ich fand, dass wir ab der 60. Besser im Spiel waren, auch das Spiel kontrolliert haben, viele gute Torchancen hatten. 1-gegen-1-Situation gegen Torwart, der super hält, muss man sagen. Und also ich finde das 1-0 nicht unverdient, aber stand extrem auf der Kippe. Also diese Drittligaspiele sind halt alle total eng, da kann immer alles passieren. Und irgendwann nicht mehr in der Lage, ab der 60. glaube ich, vernünftig hier gegenzuhalten. Auch keine Ballgewinne mehr im vorderen Bereich, kein Durchsetzungsvermögen mehr in der Offensive. Und dementsprechend, gut, Tor ein bisschen glücklich, dann auch noch abgefälscht. Ja, Siegtor glücklich, aber Sieg verdient. Seit März ist Stefan Krämer Trainer beim KFC Uerdingen. Unter ihm gab es 11 Auswärtsspiele und 11 Auswärtssiege.